Auf, ey. Machen jetzt hier. Zack. Da ist nämlich die Leiter. Haha. Und die werden wir mal eben verlängern. Wie gesagt, ich bin eine faule Sau, brauche ich nicht immer zur Treppe latschen. Genau, und wenn ich hier. Könnt ihr natürlich auch aufs Dach stellen, ne? Das mache ich auch. Das ist jetzt. Genau, und dann kann man hier zur Not, wenn man wirklich einer Knappheit unterliegt, kann man hier auf jeden Fall nochmal eben zack, zack, zack. Bist du laut? Bist du immer noch laut? Ach, das geht mir ganz schön auf den Keks mit diesem. Ständig die Lautstärke umstellen. Ich bin wirklich schon drauf und dran zu sagen, ich mache die ganz aus, die Sounds. Das ist einfach ein bisschen zu nervig. So. Ja, das dazu. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall gleich auch ein paar Clean Stones. Ich möchte auf jeden Fall hier die Ecke, bevor uns hier ein Creeper unsere Maschinen in die Luft jagt, mit Stein machen. Dann, was ich noch wollte. Wo ist meine. Schon leer hier. Ach, ja, Bedbox kommen wir. An die kommen wir dran. Können wir so machen. Der schöne Strom. Ja, voll kriegen wir das Ding damit nicht. Langt, langt erstmal. So viel haben wir ja nicht vor. Aber damit ist doch. Ja, Probleme oder was? Bisschen angenehmer. Warum eigentlich? Ist der Generator. Hätte jetzt gedacht, dass der die eigentlich schafft. Naja, ist mir drauf wurscht. Nerv. Sie auch wegkloppen, das nützt ja alle nix. So. Glaube fast, wenn ich mal sehen. Die wollen ich natürlich auch noch Treppen reinmachen, ne? Oh, nervt das. Kohle habe ich da reingepackt. Was? War ich wieder so schlau oder was? Und keiner sagt mir was. Ja, dann kann es ja auch nicht gehen. So. So, wo ist das Ding? Hier. Maseriere das. Lass mal sehen. Da ist die Deckenhöhe. Auf jeden Fall Licht bitte. 1, 2. G9 runter. Glaube ich, G9 runter. Keller wollte ich auch schön Platz haben, auch nach oben hin. Wir gehen noch einen runter. Das geht ja ganz flott hier mit unserem Schätzelein, ne?
Warum höre ich da schon wieder Zombies? Ist da eigentlich schon wieder dunkel draußen oder so? Nö. Ein bisschen haben wir noch. Könnt ihr noch was sehen? Wird langsam dunkel hier, ne? So, da ist unsere Treppe. Ich mach mal so eins. So weit wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte so erstmal bis hier. Ah ja, das ist nicht schlimm. Macht gar nichts, wenn wir von hier aus da dran kommen. Das wird auf jeden Fall auch noch zum Tragen kommen. So. Ich denke mal, so langsam müssten wir hier doch auch auf jeden Fall noch breiter werden. Wie weit bin ich oben eigentlich? Vom Haus her jetzt noch. Das wären quasi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Das wäre quasi Ausbreite. Die sollten wir auf jeden Fall mindestens haben. Ja gut, ich hatte ja gesagt, da ist nicht viel Strom drin, ne? Ich hatte zwar mit ein bisschen mehr gerechnet, aber komm, wir laden den mal eben. Dauert mir zu lange hier mit der Schuppe. Komm, wir pennen mal eben. Schnarch. Hunger hatte auch schon wieder der arme Kerl. Komm hier, essen Apfel. Gut. Können wir uns gleich rausholen. Was wichtig ist, wenn wir jetzt hingehen und dieses Batteriepack laden. Wenn man so Laden nennt, ne? Ist ja jetzt nicht viel Saft, aber man denkt jetzt im ersten Moment, Batteriepack ist geladen, das Ding sollte wieder funktionieren, tut es aber nicht. Also wenn der tatsächlich ganz leer ist, der muss wenigstens ein klein bisschen Strom haben, um sich den Strom vom Batteriepack zu nehmen. Ansonsten funktioniert der nicht. Ja, wir verheizen hier natürlich im Moment eine ganze Menge Strom, deshalb werden unsere Batterieboxen auch nicht voll, ne? Ah, der ist jetzt fertig. Dann laden die hoffentlich ein bisschen schneller. Aber weit kommen wir jetzt mit dem bisschen Strom, was wir da rausgeholt haben, sicherlich nicht. Ups. So, dann ist der Laden hier unten erstmal dicht. Bevor hier
irgendwas unmotiviert durch die Gegend spawnt. Mach ich mal so. Ist manchmal so schnell, man drückt nur einmal und der haut direkt da hinten auch noch rein. Ja, warum ich das jetzt mit Erde dicht mache, weiß ich auch nicht. Einfach nur, damit es nicht ganz so doof aussieht. Was ist das für ein Loch? Müssen wir bei Zeiten alles noch ändern. Boah, der ist so schnell. Werde ich hier erstmal stopfen mit ein bisschen Dreck. Hey, ich habe heute sogar meine Uhr gestellt. Was sind das? Sind das jetzt schon 40 Minuten? Oh mein Gott, wie kann das so schnell vergehen, die Zeit? Weil die geht einmal rum, also 30 Minuten und dann habe ich jetzt momentan 11 stehen, also gehe ich davon aus, wir sind bei 41 Minuten. Das ist eine ziemlich coole Uhr, die ist aus einer alten russischen MIG, ist die. Die kann man noch von Hand aufziehen. Ich finde die so genial, das ist tatsächlich eine Originaluhr aus dem Cockpit, einer alten russischen MIG. Das Ding ist so stylisch. Und da habe ich die jetzt einfach mal dafür missbraucht, hier meine Zeit zu stoppen. Aha, jetzt bist du voll, wa? Und wir haben zwei Stack, ja, Clean Stone. Manche sagen Smooth Stone oder das ist mir eigentlich auch völlig Latte, wie man das Zeug nennt. Hauptsache ich hab's erstmal. Und damit würde ich gern ein bisschen unser Haus aufmotzen. Und zwar hatte ich mir gedacht, ich mache eine Tür, hatte ich mir gedacht. Eine Tür wollte ich machen. Tür, Junge, echt jetzt. Ich mache nicht nur eine, ich mache sogar zwei. Zwei Türen, die sich nicht stecken lassen. Wie das halt so ist. Egal. Und hier. Anyone? Keine Creeper in der Nähe? So, da kommt da die Tür hin. Keine Viecher da, ne? Und jetzt geht das wieder los. Ich kann es nicht hindern. Ich nehme erstmal die Wand hier. Und dann wollte ich eigentlich wollte ich das nicht. Oh, egal. Ach nein. Ich bin so doof. Wollte nämlich mal gucken, wenn ich so mache. So und das aus Kappel und sammel, sammel, sammel. Und das so. Ja, dafür wäre so, glaube ich, so eine Motorsäge gar nicht mal verkehrt. Also die Ecke hatte ich gesagt aus Kappe und das machen wir so. Und dann da oben auch wieder